Moin, liebe Freunde der modernen Unterhaltungsmedien. Es geht ab nicht zum Beat, egal. Moin, liebe Freunde der modernen Unterhaltungsmedien. Willkommen zurück zu Mann und Let's Play von Pokémon Phantom Crystal. Wir sind immer noch auf der Urlaubsinsel. Ich will hier eigentlich gar nicht weg, aber Daryl können wir hier nicht schlagen. Definitiv nicht mit dem jetzigen Team, was wir haben. Sinelbeeren können wir nicht kriegen, aber keine Cola. Wobei, komm, wir verkaufen jetzt was und dann zeige ich euch, wie das mit den Sinelbeeren funktioniert. Denn das ist eigentlich eine ganz nette Angelegenheit, auch wenn ich total untalentiert bin in solchen Sachen. Eigentlich bin ich im ganzen Pokémon-Spiel total untalentiert, aber das wisst ihr ja bereits. Bum, badum, bum. So, ach nee, wir müssen verkaufen. Wir wollen dir was anreden, Junge. Junge, zwar hier die Spezialbonus, und zwar Eevee. Megablock benutzen wir auch nie. Überall, da brauchen wir Blocks, da brauchen wir Hete, da brauchen wir einen guten Schutz. Geben wir mehr haben wir nicht. Mein Gott, sind wir aber. Wir haben eine Perlensinnbeere. Ich wollte mir erzählen, wir haben nicht genug Kohle. Wo wir Netzbille kommen, wir brauchen keine Netzbille. Wir brauchen keine Netzbille. Ja, 2000. Also, jetzt können wir auf das Sinelbeerenfeld, wo eigentlich nur ein Baum ist mit Sinelbeeren. In der Hoffnung, dass da zwei Bären dran sind, in der Hoffnung, dass wir dann einen halbwegs vernünftigen Sinelbeeren-Saft machen können. Ach, bin falsch. Schubidubidubidubidub. Ja, komm. Wenn das Gebiet retten wird, musst du 2000 Pokédollar zahlen. Ja, komm, wir retten. Viel Spaß mit den Sinelbeeren. Ah, sind sogar mehr. Ja, zwei Sinelbeeren. Zwei Sinelbeeren. Schubidubidub. Dubida. Sinelbeeren, Sinelbeeren, Sinelbeeren. Pflücken Sinelbeeren. Mich verlassen. Oh ja, auf Wiedersehen. Danke. Hey, wir kommen in eine Limonadenbrauerei. Willst du den Sinelbeeren brauen? Okay, um Sinelbeeren zu brauen, brauchst du zwei Sinelbeeren. Die haben wir. Okay, viel Spaß beim Limonadenbrauen. So, jetzt wird's interessant. 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Okay. Da rechts. Hä? Hä? Warte, warte. Ach, muss ich schneller drücken? Okay. Ich muss also ganz schnell diese Tasten drücken hier. Was da angezeigt wird, das ist gar nicht so einfach. Ah, fuck! Hä? Ich war schneller. Ja? 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 Komm, 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 komm! Komm schon! Ja, komm schon! Nein! Ja! Nein! Verdammt! Ja, was ist denn? War nicht eine grausige Limonade. Okay, der Saft ist fertig. Nun wird die Limonade gemacht. Limonade. Oh Gott. Naja, ist jetzt nicht so gut, aber trotzdem noch kein Abfallwasser. Der fällt schlechte Sinelimonade. Nur nicht verzagen, beim nächsten Mal wird's besser. Und das versuchen wir jetzt nochmal. Komm. Sinelimonade, Sinelimonade, Sinelimonade. So, komm. Ah, ja, komm, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Volle Konzentration. Ich war schneller. Hey, was soll das? Hallo? Hä? Ich verstehe irgendwie das noch nicht so ganz. Ja. 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 Nein. Ja. Ja. Da war ich schneller. Na komm. Ja. Nein. Unglaublich. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Okay, das wird fertig. Nur wird die Limonade gemacht. Dann sieh die Limonade. Immer noch schlechte Siegel. Wir sind echt schlecht daran. Ah komm, wir machen das jetzt auch noch weiter. Noch eine und diesmal wird sie besser.
Dubidubidubidubidub. Ah, komm, okay. Okay, los. Hä, ich war schnell. Komm. Ja? Nein! Ah, verdammt, verklickt. Hey, komm! Hey, komm! Das war... Ja. 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 Aber knapp. Ja. 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 Ah, zu langsam. Ja. Nein! Daneben. Nein! Ja, zu langsam. Ja. 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 Das könnte sein. Könnte sein, dass die nicht schlecht ist. Ja, komm, brause uns. Die Limonadenbrause uns. Die Limo ist nicht schlecht. Normale Sine-Limonade, super. Und jetzt, komm, jetzt kommt noch eine professionelle Super-Limonade. Die Super-Limonade of Darkness and Destiny. Mit Anlauf und Eigenrotation. So. Jetzt aber. Komm. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super duper. Ja, ultra gut. Jawohl. Jawohl, ja. Yes. Hallo, Dri. Baum, Chica, wa, wa. Jetzt fallen mir keine Sprüche mehr ein. Wir sind super. Oh, und hab's verkackt. Naja, war, bis auf einen, den letzten, den ich einfach nicht getroffen habe, war gar nicht so verkehrt. Das müsste aber jetzt eigentlich eine gute sein. Eine perfekte wird es wahrscheinlich auch geben, aber das werde ich nie in meinem Leben hinkriegen. Obwohl ich gerade schon, ich bin schon echt stolz auf mich. Also, wow, diese Sine-Limonade ist richtig gut, man merkt, dass du den Dreh raus hast. Ich werde eine gute Sine-Limonade. Und jetzt zeigen wir euch mal, was die überhaupt bringt. So, denn die Sine-Limonade, die gute... Hilft bei Wunden, ja super. Gering, wenig und etwas. Ich dachte, es wird zumindest angezeigt, wie viel KP es sind. Na gut. Also ein bisschen random. Tolle Wurst. Schubidubidubidub. So, machen wir hier unseren Derek. Wir kommen hier nicht weiter, wir kommen da nicht weiter. Wir können da zurück zum Captain. Ich glaube, wir haben alles gemacht, was man hier machen kann. Derek können wir nicht schlagen, also müssen wir zurück. Hey Dave, sollen wir dich mal nach Zeroni City fahren oder willst du die Seesterninsel kunden? Ich will nach Zeroni City, weil ich möchte jetzt auch wieder zurück. Denn so langsam könnte es sein, dass wir von Rakion City aus die anderen Städte bereisen können. Bin ich mir nicht so ganz sicher, aber es könnte sein. Könnte sein. Hier kommen wir ja nicht rein, ne? Hier ist ja irgendwie hier, ja. Zertrümmerer gefragt. Und Zertrümmerer haben wir ja nicht. Deswegen kommt jetzt eigentlich nur noch eins in Frage. Ich zeige euch das mal im Pokégear, weil wir hier eine Karte haben, die wir dann, glaube ich, noch nie in unserem Leben verwendet haben. So, hier ist die Rakion City. Hier ist Teflora City. Und ich glaube, da müssen wir jetzt hin. Es sei denn. Geht's hier oben lang? Nein. Hier oben ist nämlich noch nicht fertig. Diese Stadt hier gibt es nämlich noch gar nicht. So. Wir müssen auf jeden Fall nach... Ah, hier ist auch das Holo-Center, ne? Wir können auch von Alora... Ah, ich glaube, wir müssen von hier los. Wir müssen von Alero City nach oben, nach Teflora, weil dieser Weg hier gesperrt ist. Genau. Und von Teflora City aus, da ist nämlich dieser Weg, der Zwischenweg, der wird nämlich erst später aufgemacht. Da ist auch noch das Holo-Center. Das werden wir noch kennenlernen. Das ist eine ziemlich coole Sache eigentlich, um zu trainieren. Und mehr will ich gar nicht... Was habe ich jetzt angeklickt? Ich hoffe, ich habe nicht die Seesterninsel angeklickt. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Und ich kenne das Lied nicht weiter. Deshalb hören wir jetzt auf. Gut. Bam, bam, da, dam, dam, da, 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 da. So, und zwar geht's hier oben raus. Tschüss, Derek. Schubidubidubi. Nein. Nein!
Wir müssen den nicht ernsthaft erst besiegen. Nein, ich bin das nicht. Dirk, nein, ich bin das nicht. Nein. Oh, komm, wir kennen ihn schon. Oh, Derek, ich bin das doch nicht. Hallo, nein, ich bin nicht Dave. Nein, nein, ich bin nicht Dave. Ich möchte nicht kämpfen. Nein. Derek, lass mich in Ruhe. Du penetranter Blondie. Lass mich in Ruhe. Oh, bitte. Lass mich doch in Ruhe. Oh, Mann. Ich will nicht. Er macht mich so fertig. Mama, der Junge da drüben, der cheatet. Kannst du ihm bitte mal sagen, der soll das sein lassen? Ach komm, das ist doch lächerlich. Jetzt habe ich noch nicht mal mehr Boyelin dabei. Oh, wird das geil. Ah, komm. Sauerblatt. Rechte Hand. Oh. Da müsste Alex Storm wesentlich stärker sein. Das sollte eigentlich... Ja, Alex Storm. Alo sollte dadurch wesentlich stärker sein. Oh, danke. Bodycheck, Volltreffer. Geile Sache. Arschloch. Ah, jetzt haben wir noch Gengar. Geil. Das wird krass, ey. Jetzt der Drachenklaue. Ja. Entschuldigung, aber... Hä? Kritischer Treffer. Ja, geil. Das ist doch unbegreiflich, sowas. Ich verstehe sowas nicht. So, Hypertrank. Oh, wir benutzen mal die gute Sine-Limonade. Die wird wahrscheinlich fast... Oh, 125 KP. Nicht schlecht. Okay. Er gräbt ein Loch, entkommt deshalb Zauberblatt. Schon mal nicht so doll. So, wir setzen hier mal Konfusstrahl, um Staraptor aus dem Gefecht zu setzen. Komm, Bodycheck halt. Jetzt, wenn jetzt Schaufler auch noch auf Alo geht, dann sind wir geliefert. Er trifft nicht. Er trifft nicht. Ah, ist auf Gänge. Das war ja lächerlich. Und Zauberblatt auf Knaxel. So. Zauberblatt auf Knaxel. Und einen normalen, nein, einen Hypertrank auf Alo. Das wird wieder spaßig. Ja, war klar, dass er Hypertrank einsetzt. Kann nix, der Derek. Scheiße, wir haben auch schon zwei eingesetzt. Wobei eine Limonade, die wir selbst gemacht haben. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Oh, das ist doch lächerlich. Solarstrahl. Gengar. Fluch. Staraptor ist verwirrt. Und verletzt sich hoffentlich jetzt selbst. Noch natürlich nicht. Risikotackle. Willst du mich verhalten? Alter, ist nicht wahr. Und Knaxel gräbt wieder ein Loch. Wir benutzen Fluch, treffen nicht. Geil! Alo badet im Sonnenlicht. Deswegen müssen wir jetzt mit Gänge den Hypertrank auf Alo einsetzen. Kacke hier. Dieser Kampf ist doch einfach, der ist doch so undankbar. Kraftkoloss. Hat natürlich keine Wirkung auf Gengar. Schaufel hat auch keine Wirkung auf Gengar. Gut, dass sie jetzt Gengar angreifen. So, der Solarstrahl auf Knaxel. Noch ein Solarstrahl auf Knaxel. Dann können wir vielleicht umgehen, dass er einen Hypertrank einsetzt. So. Und eventuell können wir ihn noch verwirren. Na, er setzt trotzdem Hypertrank ein. Kacke! Knaxel halt damit seine Gesundheit. Staraptor ist nicht verwirrt, das ist schon mal doof. Jetzt kommt Bodycheck. Oh, und zieht Alo runter, das ist unglaublich. Wir haben gar nicht so viele Hypertränke, die wir hier einsetzen. Das ist nicht wahr. Alo wartet im Sonnenlicht. Deshalb müssen wir jetzt wieder einen Hypertrank mit Gengar einsetzen. Oh, das ist doch ein Teufelskreis.
Risikotackle auf Alu. Geil. Wenn jetzt Traufer kommt, sind wir eh geliefert. Oh, und der Raptor hat sich fast selbst kaputt gemacht. Aber da wird eh gleich Hyperdrank einsetzen. Axel ist verwirrt und verletzt sich hoffentlich selbst, bitte. Ja! Und Solarstrahl hinterher. So. Und hier, Tasche. Hypertrank. Auf Alu. 138 KP wieder aufgewählt. Ich glaube, 150 schafft ein Hypertrank. Oder 200? Ich will da jetzt keinen Scheiß erzählen. Staraptor benutzt Agilität. Das heißt, es ist unsere Chance, jetzt mit Nachtnebel den Staraptor zu besiegen. Axel benutzt Drachenklaue. Das ist natürlich sehr effektiv gegen Alu. Und warum gischt jetzt auch immer so viel ab? Gengar. Oh, das vergesse ich immer. Das gibt's doch nicht. Das habe ich doch gerade erst vergessen. Oh, das habe ich erst in der letzten Aufnahme vergessen. Gengar ist nutzlos. Da kann man nur mal benutzen, um Items einzusetzen. Normale Limo. Immerhin 69 KP. Kraftkoloss trifft Gengar nicht. Hitzewelle benutzt. Oh, Alu. Ah, super. Gut ausgehalten. Gengar steckt es auch ein. Und der Schneider müsste Staraptor jetzt aber besiegen. Schön. So. 400 Erfahrungspunkte, das ist so undankbar. 27 reicht Alu. Luigi Beach Bowser. Jetzt komme ich. Oh, fuck. Oh, fuck. Wir müssen mal. Oh, Feuerschlag. Natürlich. Halt das aus, Alu. Aha. Das geht doch nicht mal. Jetzt können wir ja eigentlich noch Luigi Pichosa sein. Jetzt hätten wir noch 27. Wir hätten ein 27er Level. Das sieht nichts. Kommt Fußstrahl auf Magma schon mal. Die Axel gräbt ein Loch. Surfer und. Fluch auf Magma. Bitte. Greif Gengar mit dem Schaufler an. Na, oh, scheiße, habe ich mich selbst in den Tod geopfert. Oh, geil, dann kann er gar nicht Gengar angreifen. Es ist vorbei, Leute, es ist vorbei. Aus, 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 das Spiel ist aus. So, was haben wir? Flammenkörper kopiert. Schön, ja, okay. Schaufler auf Luigi Peach Bowser. Steckt er natürlich nicht weg. War zu erwarten. Da haben wir nur noch Joel. Also Feuer mit Feuer bekämpfen bringt hier in dem Fall wirklich gar nichts. Ein 34er Level, das wird nichts. Wenigstens leider durch Flur. Das heißt, wir können vielleicht noch einmal Überleben rausholen. Beschlag. Mag weiß nicht, ob er wird. Toll. Flammenwurf. Ich habe einen Flammenkörper. Hallo? Macht das nicht irgendwas? Diesen Hitzekörper da, was ich da kopiert habe? Toll! Ich bin verzweifelt. Ich bin sehr verzweifelt. Mag man gerade durch Fluch, aber das hilft nichts mehr. Moment mal. Hoffnung nicht aufgeben. Wir haben Beleber. Vielleicht ein bisschen früher aufhören können. Und dann haben wahrscheinlich ein Beleber umsonst geschlagen. Aber klar. Die Hoffnung war doch verloren. Kacke. Kacke. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschö.